So, hallo zusammen. Sehr schön, sind doch ein paar Leute. Ich habe schon gedacht, ich darf für zwei Leute hier reden, aber toll. Ja, fangen wir mal erstmal an mit der kleinen Vorstellung. Wir haben nicht die übliche PowerPoint-Präsentation. Wir haben das einfach mal als Webseite umgesetzt und ich bin der einzige Sprecher hier. Normal haben wir immer so einen schönen Klicker dabei. Ich habe heute aber einen menschlichen Klicker dabei, der für mich das macht. Das ist der Herr Löschmann, Matthias Löschmann. Der ist Webentwickler bei uns, bei der Redim GmbH. Ich bin der Geschäftsführer, bin auch noch so nebenbei ein bisschen Entwickler und habe auch ein bisschen mitentwickelt beim Image Sizer. Ich hoffe, ich mache das ganz gut. Normal bin ich ziemlich menschenscheu, was das angeht. Ja, ich verbänke mich immer nachts und arbeite sehr viel. Aber naja, schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, die haben die Türe abgeschlossen, dass hier niemand abhauen kann. Gut, legen wir mal los. Du brauchst, genau, wir haben Beispiele. Wir kommen gleich dazu. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Wer kennt denn den Image Sizer? Einer, zwei, drei. Okay, wer hat schon mal vom Image Sizer gehört? Ah, das sind schon mehr. Heute? Heute, gut. Sehr schön, das ist schon mal gut. Ah, noch einer, sehr gut. Ja, wer kennt Redim? Auch nur heute oder schon vorher? Vorher. Weiß jemand noch, ob es doch schon einige. Kennt jemand, was wir noch entwickelt haben? Vielleicht nutzt es jemand. Kennt Cookie hin, vielleicht irgendjemand? Datenschutz. Ah, ganz da hinten. Schön. Schön. Gut, okay. Jetzt hat jemand eine Idee, jetzt nicht die, wo es kennen, bitte, sondern hat jemand eine Idee, was der Image Sizer kann oder für was der gut sein könnte? Ui, schwer. Okay. Gehen wir bitte ins Backend. Wir haben hier eine leere Seite präpariert. Ich sage mal so, man kennt vielleicht das Problem, man hat, nehmen wir mal eine nackte Joomla-Installation. Und möchte halt mal ein paar Bilder schön präsentieren in der Lightbox, wie man das so kennt. Dann gibt es verschiedene Module, verschiedene Plugins vielleicht auch, die man installieren kann, wo dann so schöne Shortcodes haben mit Schweifklammer und was weiß ich noch alles. Und das lässt sich dann sehr schön darstellen. Wir haben es ein bisschen anders angepackt. Ich sag mal so, wir haben den Image Sizer oder ich habe damit angefangen damals mit Joomla 2.5. Und da war das noch sehr marginal alles, also sehr klein eingerichtet. Aber ich habe mich immer gefragt, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich will nicht gleich wieder ein Modul installieren, um die Bilder schön zu präsentieren. Und dann ist mir die Idee gekommen, weil der Editor, ich meine, das kennt man sicher, wenn man jetzt, Matthias, geh mal bitte hin und mach mal ein Bild einfügen. Man kennt es ja, jetzt führt man nochmal ein großes Bild. Ich glaube, das ist ganz gut geeignet, genau. Fügen das mal ein, jetzt ist es natürlich riesengroß. Jetzt wollen wir es aber so, dass der Besucher, wenn der auf der Homepage ist, dass er auf das Bild draufklicken kann und erst dann wird es groß. Ja. Jetzt müssen wir das normal so machen, dann müsste ich ein bisschen mit HTML auskennen und zwei Bilder generieren. Das eine im kleinen Format, das andere im großen Format. Und damit man draufklicken kann, noch irgendein JavaScript installieren oder halt eine Erweiterung nutzen, die das für einen macht. So, Matthias, gehen wir wieder hin und skalier das mal kleiner, nicht speichern, kleiner ziehen. Kannst auch oben anfangen. Das ist übrigens keine Funktion, wo wir programmiert haben, sondern das kann der Editor schon von sich aus. Deswegen sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, dass man es kleiner ziehen kann. Wenn Fragen zwischendurch sind, ruhig die Frage stellen, ist kein Problem. So, dann drücken wir auf Speichern und rufen mal die Seite auf. So, jetzt haben wir das Bild. Und wie man so sieht, ist auch ein JavaScript schon aktiv. Und klick mal drauf. Und schon tut sich das per Lightbox-Skript anpassen. Wähl mal bitte eine andere Lightbox-Skript aus, das ist jetzt nicht das Optimale. Hat übrigens, wir waren so ein bisschen abends mal ein bisschen langweilig, das kommt sehr selten vor, aber wir haben so ein paar Lightbox-Skripte gesammelt, dass man halt ein bisschen Abwechslung hat. Und manchmal hat man auch ein paar JavaScript-Probleme, dass nicht jede natürlich funktioniert. Der eine nutzt jQuery, dann gibt es irgendein Widget-Kit, wo installiert ist, funktioniert dann nicht. Und dann hat man halt die Möglichkeit, eine andere Lightbox auszuwählen. Das sind so, ich glaube, müssten 23 Stück sein. Das ist eine große Auswahl, das sollte eigentlich ausreichend sein. Und wie man hier sieht, Matthias, kannst du mal gucken und zeigen mal, dass das Bild kleiner skaliert wurde. Einfach im neuen Tab öffnen können, da müssen wir mit Rechtsklick aufs Bild. Und das Bild, genau. Hier kann man auch schön erkennen. Genau. Zeig nochmal den Pfad, bleib mal da drauf. Da ist noch auf.
Hier kann man auch schön erkennen, er stellt praktisch einen extra Ordner, einen Folder für diese Bilder. Der befindet sich auch außerhalb des Image-Ordner. Das war vorher so, dass das nicht so war und dann hat man halt zum Schluss 10-mal das Bilder drin gehabt. Das war ein bisschen unvorteilhaft, deswegen haben wir das anders gelöst. Wer das will, kann den Pfad natürlich bei den Einstellungen ändern. Ja, wie man hier sieht, der lässt die Bilder eigentlich so benannt, wie sie vorher hießen und setzt halt noch die Maße, die man skaliert hat, so um, dass man das halt wieder findet. Ja. Es gibt noch so weitere Funktionen, die mir da im Laufe der Zeit noch eingefallen sind. Die Basic-Funktionen damals, wo wir das noch für Joomla 3.5 entwickelt haben, waren einfach so, dass das eigentliche Funktion war. Mehr gab es einfach nicht. Man konnte es noch kleiner skalieren und man konnte es groß machen. Ne? Mehr gab es nicht. Es gab, glaube ich, damals 10 Lightboxen, glaube ich, hat man damals gehabt. Und ja, und dann mit dem Laufe der Zeit ist uns so ein bisschen in den Kopf geschossen, dass es natürlich noch mehr Probleme gibt, weil auch wir hatten Kunden. Ich weiß nicht, wer ist Privatanwender, wer hat Kunden? Nehmen wir erstmal die Kunden. Ah, okay, über die Hälfte, sehr gut. Die anderen brauche ich ja dann nicht fragen. Oder nutzt niemand Joomla? Kann auch sein. Okay, dann kennt man ja das Problem, man hat so eine Kundenwebseite gemacht und der Kunde hat Probleme und sagt, seine Seite lädt so lahm und die Bilder laden so langsam nach. Er ist dann meistens so, weil die das direkt vom Handy hochgeladen haben und hat dann da gleich mal so ein 4MB-Bild oben, 10 Stück und schon ist die Ladezeit von der Webseite natürlich auch unten. Ja, dann kam diese Funktion mit der Optimierung der Bilder beim Upload, kam uns dann so in den Sinn. Das kam dann erst bei Joomla 4, weil Joomla 4 auch ein bisschen ja, andere Möglichkeiten hat, die wir in Joomla 3 noch nicht hatten. Und deswegen, Matthias, gehen wir in die Einstellungen vom Image Sizer. Ja, bist du schon, genau. Gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man die Bilder beim Upload von Joomla abfängt und verkleinert? Ja, das kann man praktisch so machen, dass man sagt, ich sage einfach eine Maximalgröße, sagen wir mal 2000 auf 2000 Pixel. Ich glaube, hier waren es 3000 eingestellt. Gehen wir auf Plugin. Genau. Dadurch geht der Image Sizer praktisch hin beim Upload vom Bild, skaliert er das Bild kleiner, und aber dass das Seitenverhältnis halt noch passt, damit da nichts schief aussieht. Und hier haben wir praktisch eine Maximalgröße von 3000 auf 3000 Pixel. Bedeutet, wenn ein Bild 4000 auf 4000 Pixel ist, wird es halt auf 3000 runter minimiert, ne, von der Auflösung her. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist zwar schön, aber dann ist es ja immer noch nicht wirklich optimiert, weil es ist ja nur verkleinert. Dann haben wir hier noch einen schönen Prozentwert, kennt man auch vom JPEG, der halt die Kompressionsrate ändert. War aber noch nicht genug. Da habe ich mir gedacht, da muss es mehr geben. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Option, die für die Kleinbilder, dass man sagt, weil jetzt gibt es so Sachen, man hat jetzt Icons, die man einbinden will, mit einer Auflösung von 60 mal 60 Pixel und da will man nicht unbedingt, dass dann eine Lightbox daraus entsteht. Ne? Das wäre ein bisschen schwierig. Deswegen kann man halt eine Minimalbreite angeben für die Kleinbilder, die es erstellt. Ne? Das schützt halt dann davor, dass nicht ein kleines Logo, was man oben hat, eine Lightbox öffnet. Das macht keinen Sinn. Ja, bitte? Mhm. Genau. Das wird runterskaliert anhand der Größe, die man eingibt. Also jetzt nicht die DPI-Größe, aber wenn man halt jetzt 3000 auf 3000 Pixel macht, dann wird es natürlich runterskaliert. Das heißt, wenn es halt, was wäre das dann, was weiß ich, 16.000 Pixel auf 16.000 Pixel, skaliert es halt runter. Wichtig ist dabei, man braucht jetzt keine Angst haben, dass sich das Seitenverhältnis oder so ändert. Und wenn das dann halt nur 2000 Pixel auf 2000 Pixel sind, dann bleibt es natürlich so. Ja. Es gibt aber noch eine Raffinesse, die uns da eingefallen ist. Ich weiß nicht, kennt jemand TinyPNG? Ja, stark genutzt. Da haben wir uns gedacht, okay, es wäre doch natürlich toll, ich lade das Bild hoch und es schickt das Bild zu TinyPNG. Die haben auch eine nette API. Da muss man einfach einen Schlüssel erstellen, trägt man bei uns in den Einstellungen ein, schickt dahin, trägt zurück, speichert das. Können wir mal demonstrieren. Guck mal, ich glaube, das ist bei der erweiterten Einstellung. Jetzt hoffe ich nur, dass wir unseren API-Code nicht preisgeben hier. Klick mal auf TinyPNG. Ja, okay. Passt, aber jetzt nicht aufs Auge gucken. Sonst nimmt es jeder auf unsere Kosten. Das ist nicht gut. Genau. So, kann man aktivieren. Will man ja nicht immer haben oder man hat es nicht, weil TinyPNG kostet auch ein bisschen was, ist nicht viel. Ich glaube, ein paar Bilder kann man auch optimieren, ein bisschen für einen kostenlosen Preis. Die haben dann, glaube ich, auch ein begrenztes Limit oder so. Ich sage mal, wenn man ein paar Mal was hochlädt, ist das jetzt nicht das Problem. Schalt mal das WebP für FAMS erstellen aus. TinyPNG an.
Genau, und drücken auf Speichern, schließen. Ja, dann laden wir doch mal ein Bild hoch. Ich hoffe, du hast irgendein Bild, was wir mal hochladen können und verkleinern. Ja, nimm das. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil dieses Bild ist übrigens unser Agenturhund Leo. Ja, ist uns da, der wäre heute nochmal auch dabei, aber ja, er hat Besseres zu tun. Okay, was hat es für Auflösung? Mhm. Und jetzt geh mal hin, wie viel Kilobyte hat es? 117. Jetzt geh mal hin und lösch das mal wieder und lade es nochmal hoch ohne TinyPNG. Du kannst auch umbenennen, dann laden wir es zweimal oben. Nee, lass aus. Schwierig, gell? Matze? Inhalt? Beiträge. Na. Wo ist es? Ja, merkt man an der Komprimierungsrate. Jetzt gehen wir mal hin. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, man kann da noch mehr rausholen. Jetzt hat jemand schon ein bisschen Ahnung von WebP, von dem Format. Kennt jemand? Nutzt jemand? Ich glaube, wer UFIM nutzt, glaube ich, da kann man das, glaube ich, auch einstellen. Jetzt ist es so, jetzt haben wir uns gedacht, okay, man kann das ja noch besser machen. Man könnte es jetzt zu TinyPNG schicken, wiederholen und dann ein WebP draus machen. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man das macht, dass es noch kleiner wird. Also WebP ist ja an sich schon ziemlich komprimiert und ziemlich optimal, aber man kann dadurch wirklich hingehen und da nochmal mehr rausholen. Ja. Kannst du jetzt mal machen, mach mal WebP generieren auf Ja, genau. Die bleibt, also WebP an sich hat schon eine sehr gute Qualität. Da kann man auch eine Kompressionsrate angeben, ist schon. Ja, also TinyPNG tut schon die Qualität, also die machen das schon gut, aber da kann schon was verloren gehen. Also einfach mal versuchen. Ich sag, man ist da ziemlich erstaunt. Ja, es ist schon eine wirklich gute Sache. Schauen wir mal. Also manchmal, ne, haben wir es jetzt gesehen, wo ist es? Ne? Macht schon einen Unterschied. Ne? Das sind jetzt, wie viel? Ich glaube 80 Kilobyte fast. Da, ja, da geht schon was. Ne? Okay, dann geh nochmal auf die Einstellung. Genau. Wenn man jetzt TinyPNG nicht nutzen will, braucht man es nicht, kann man abschalten. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass wenn ein Bild hochgeladen wird, dass man sagt, okay, ich will jetzt gar nicht, dass der Kunde JPEGs hochlädt oder PNGs oder was auch immer. Wir wollen, dass der automatisch WebP daraus generiert. Ja, dann kann man das hier als Option anschalten. Ist ja jetzt auch angeschalten. WebP für die kleinen Bilder, also für die Farms, kann man auch aktivieren. Ist auch sehr, sehr wichtig. Würde ich eigentlich immer machen, weil ich glaube, das interessiert den Kunden am wenigsten. Kennt jemand die Vorteile von WebP? Mal so gefragt. Das ist richtig und kann die Vor- und Nachteile von JPEG, ja, gegen PNG, also transparente PNGs, kennt jeder. Ich sage mal so, WebP ist so, verbindet so die optimalen Dinge aus beiden. Ja, also ein WebP kann man ja auch transparent gestalten, was ein JPEG nicht kann. Es gibt, glaube ich, ein JPEG 2000, glaube ich, kann man es, glaube ich, geht, aber damit können wir dann auch wieder nicht umgehen. Das ist dann so eine Sache. Was vielleicht die wenigsten wissen, und das hat es leider jetzt nicht mehr in diese Umsetzung geschafft und wird es auch nicht mehr mit der Veröffentlichung schaffen, ist, und das war eigentlich das Kernstück, auf was ich mich am meisten gefreut habe, war die Copyright-Problematik. Also man kennt das vielleicht, man lädt ein Bild hoch, man kann ja auch mit Joomla-Bilder beschneiden und dann geht halt dieser Copyright-Vermerk im Bild verloren. Ja, weil halt PHP, wenn das gerendert wird, das einfach entfernt. Jetzt war unser Gedanke, okay, jetzt sind wir ja schon dabei und fangen das Bild ab, da könnte man doch auch gleich die Copyright-Daten auslesen und wieder reinschreiben. Jetzt ist aber das Problem, dass natürlich ein WebP-Format ein ganz anderes ist und diese Daten halt auch woanders speichert und das nicht unbedingt jedes Format das hat. Und das ist jetzt gerade so unsere Problematik. Aber da kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe heute mit irgendjemand gesprochen, der hat da auch schon eine kleine PHP-Klasse geschrieben.
die könnte uns dabei helfen und dann geht es vielleicht doch noch schnell. Eine gute Nachricht gibt es auch. Dieser Image Sizer, früher gab es den, glaube ich, für 12 Euro hat man damals gekauft. Es gab eine Free-Version, also eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige mit mehr Lightboxen. Dieser ist jetzt komplett kostenlos. Das Einzige, was es dann dazu als sogenanntes Add-on geben wird, ist eine Komponente. Und mit dieser Komponente kann ich eine Datenbank pflegen. Das heißt, der Image Sizer sammelt dann alle Bilddaten, die er so findet, kann auf Wunsch auch das in der Joomla-Suche dann darstellen. Das heißt, wenn ich dann halt irgendwas suche, kann das auch schön als Bild da gelistet werden. Und ich kann halt dann auch eine Übersicht schaffen. Ist halt schade, dass ich es jetzt nicht präsentieren kann, aber kann eine Übersicht schaffen, wo die Copyright-Daten drin sind, speichert die auch in die Daten. Und ich kann auch noch eine Übersichtsseite darstellen, wo alle Bilder mit Autor und Ding gelistet sind. Schafft Erleichterung dann, wenn man mal, ich weiß nicht, ist vielleicht schon mal jemand verklagt worden, weil er ein Bild am Stockfoto irgendwie genutzt hat. Nutzt jemand Stockfotos? Ja, ein paar sind doch ein paar. Und noch nie Probleme gehabt? Anwalt schreiben? Auch nicht. Ja, ist eine schwierige Sache, weil es gerade weiß die wenigen wissen, die setzen halt ein Copyright-Vermerk ins Bild, in das JPEG-Bild, man bearbeitet es. Und dann lädt man es hoch und dann sagt der, und man kennt ja das, man muss ja unten als die Copyright-Vermerke und das Bild machen, das macht man dann schön und dann kommt trotzdem was vom Anwalt und dann wundert man sich, hä, kann ja nicht sein, ich habe das doch alles richtig gemacht. Und dann sagt er, ja, du hast das alles richtig gemacht, aber Google indiziert dieses Bild und Google, da steht dann nicht da, dass es Copyright geschützt ist, weil diese Daten fehlen. Und das ist schon eine schwierige Sache und es ist auch nicht ganz so einfach zu lösen. Wer aber mit dieser Funktion, mit diesem Copyright, was wir vorhaben, eine Möglichkeit, wie man da ein bisschen mehr Schutz hat. Deswegen ist die Funktion eigentlich für uns sehr wichtig, dass die noch reinkommt. Ja, wenn wir schon beim Thema Bilder sind, das ist übrigens ein Feature, das haben wir erst vor kurzem noch reingeprogrammiert. AI ist ja in aller Munde. Gab es bestimmt schon heute auch wieder irgendwas mit KI. Man sieht ja hier die Option, wir haben das mit OpenAI verknüpft. Kann man sich auch einen API-Code besorgen? Mach mal bitte auf Ja. Glück gehabt, ist auch versteckt, weil das kostet, kann schon ein bisschen Geld kosten, wenn jetzt hier jeder auf unsere Kosten da Bilder erstellt, aber ich zeige jetzt gleich mal, was wir mal speichern schließen. Gehen wir auf Inhalt, Beiträge. Man kennt es ja, ich schreibe einen Blog, habe einen kleinen Blog und brauche zu jedem Beitrag hätte ich gerne ein Bild. Jetzt ist uns wieder so ein bisschen was durch den Kopf gegangen. Jetzt kommt hier ein neuer Tab, das sieht man hier, den Image Sizer, klick mal drauf. Jetzt kann man mit dieser OpenAI kann man jetzt Bilder erstellen, passend zum Thema. Das heißt, wir sind folgendermaßen hingegangen. Das heißt, hier hat man seinen Inhalt, den man so üblich schreibt mit Intro-Text und Weiterlesen. Jetzt kann man entweder hingehen und kann sagen, ich schreibe jetzt den Prompt für die Bildgenerierung selber hier rein. Also was weiß ich, man könnte jetzt schreiben, schreib mal lustige Katze als Comic oder so. Genau, ja, geht auch durch. Mal Bild erstellen. Derzeit kann ich mal was trinken. Ja, habe ich also einen Blogbeitrag über Katzen, über lustige, könnte ich mir jetzt hier eins aussuchen. Da, ich sag mal, OpenAI nicht immer die perfekten Bilder liefert, wir hätten gern einen anderen Anbieter, also sobald da was Gutes ist, wenn wir das mal mit einer anderen KI-Schnittstelle probieren. Aber ab und zu ist schon was Brauchbares dabei. Und er macht ja immer vier Beispiele. Und Matthias, wähl mal die schwarze und irgendeine andere fürs komplette Beitragsbild. Genau. Und drück mal auf Speichern. Hängt jetzt natürlich auch ein bisschen von der Internetgeschwindigkeit ab und wie lange die KI auch braucht, weil die ist auch oft ausgelastet. Also ist man dann gut getan, wenn man, die haben so einen kleinen Premium-Account, wo man dann ein bisschen mehr Leistung kriegt, gibt es auch. So, und wie man jetzt hier sieht, ist er auch schon hingegangen, hat ein Intro-Bild erstellt, ein Full-Size-Bild und hat ja auch schon so optimiert, wie wir es eingestellt haben. Also habe ich TinyPNG eingestellt, funkt es natürlich zu TinyPNG rüber und rechnet es nochmal kleiner und wandelt es auch in WebP um. Ja. Kann man sich ein bisschen Arbeit sparen. Man kann auch noch mehr Arbeit sparen, indem man... Guck mal, ob du einen Testbeitrag hast, wo ein bisschen Text ist. Da
glaube, das war eh eine Joomla-Standardseite. Warte mal, fahr mal runter. Den BMW nimmst du bitte nicht. Nehmen mal, was nehmen wir hier? Ja, von mir aus. So, jetzt haben wir hier einen Beschreibungstext. Jetzt kann ich hier hingehen, warte, nicht. Kann mir hier, bleib mal beim Image Sizer. Ich kann jetzt erst einen Prompt erstellen und den Prompt bearbeiten oder ich klicke einfach auf Bild erstellen, mach mal. Jetzt generiert er erst einen Prompt, der dann das Bild beschreibt und dann generiert er praktisch das Bild. Richtig. Es ist so, es gibt deswegen die zwei Varianten, weil man kann sich ja den Prompt erstellen und dann anpassen und dann erst das Bild generieren. Ja. Wenn einem aber gar nichts einfällt, ist das immer ein guter Ansatz. Wir verwenden praktisch die KI, um der anderen KI zu sagen, erstellt dieses Bild. Ja. Ist halt geschickt kombiniert und kommt ab und zu auch was Gutes raus. Bei OpenAI ist es halt so, Bilder mit viel Text, das funktioniert nicht gut. Auch mit Hände oder so, da fehlt dann mal ein Finger und das ist auch nicht mehr so ganz ideal. Aber es kommt auch immer aufs Thema an. Also wir hatten mal Autos oder so irgendwas und Autoreifen oder Öl, das kommt immer ganz gut. Und wir arbeiten auch noch dran, dass diese Prompts, weil wir haben auch so einen Befehls, also man nimmt ja einen Hauptbefehlsprompt, der sagt, erstell mir einen Beschreibungstext für, um ein Bild zu generieren. Da arbeiten wir auch noch dran, dass man es optimieren kann. Und man kann sogar, wenn man will, das selber optimieren, weil dieser Hauptprompt ist praktisch ein, über den Language Key kann man den verändern. Und dann kann man auch andere Ziele erreichen. Also man kann theoretisch sagen, okay, die Seite geht eh nur um Autos, also haue ich immer Auto davor, damit das immer passend zum kompletten Thema ist. Ne? Ja, ich sag mal so, es gibt schon Midjourney zum Beispiel, kennt das jemand? Die machen ja richtig krasse Bilder. Da ist es so, wir haben mal einen Testprompt, den wir hier generiert haben, mit der anderen KI generiert und da kamen richtig krasse Bilder raus, weil da funktioniert es mit den Händen, mit den Beinen, mit Schrift und das ist schon eine ganz andere Liga. Das Nein. Haben wir noch Midjourney. Und das ist schon, also der hier, kannst du mal aufrufen, findest du es mal, kann man mal drauf gehen. Ja. Damit man mal sieht, was dieser für Bilder generieren. Du kannst ja mal, ich weiß nicht, ob man einen Testprompt geben kann, du könntest mal ausprobieren. Bräuchte mal Vorschaubilder. Guck mal, Showcase. Ja, das sind halt ganz andere Bilder, die da entstehen. Naja, das ist schon besser. Ja, genau, habe ich noch was vergessen? Ja, es gibt noch eine Funktion, die kennt vielleicht auch noch jemand, die Galeriefunktion. Das ist zwar schön, wenn man eine Bilder hat, wo man Lightboxen öffnen kann, aber meistens reicht ja ein Bild nicht. Ich will ja ein paar nebeneinander haben. Und da gibt es auch eine Möglichkeit. Guck mal, wir haben auf unserer Seite Galerie. Also so in der Richtung. Das heißt, was weiß ich, haben einen kleinen Sportverein, die wollen halt ihren Sommerfest abbilden, ihr Frühlingsfest. Und dann kann man das so unterteilen als Beiträge, dann ruft den Beitrag auf und dann kann man die Bilder so darstellen. Und wie wir das gemacht haben, Matthias, geh mal zu den Beiträgen. Geh mal zur Galerie. Genau. Das kennt man vielleicht auch von anderen Plugins. Man hat immer so einen kleinen Befehl, den man in Schweifklammer schreibt. Hier gibt man praktisch den Ordner an, wo die Bilder gespeichert sind. Gibt eine Größe an, weil wir haben ja einen Image-Sizer, der skaliert ja die Bilder auf Wunsch, wie man sie haben will. Man muss jetzt nicht Höhe und Breite angeben. Man kann jetzt einfach sagen 250 und dann, wir haben jetzt hier die Breite angegeben. Bei so Galerien empfiehlt sich meistens die Höhe anzugeben statt die Breite, weil sonst habe ich halt verschiedene Höhen, ist nicht so schön. Da passen die Bilder halt jetzt zufällig. Es gibt noch ein paar Parameter, die werden dann auch noch in die Doku, weil wir für den Image-Sizer, weil es inzwischen so viele Funktionen sind, werden wir das noch ein bisschen besser beschreiben. Gibt es auch so Funktionen wie Sortierung, die Anzahl der Bilder, mach mal hier eine 4 rein oder irgendwas oder 8 oder so. Genau. Es ist so, dass, klick mal ein Bild an, es war früher auch anders,
wir hatten immer das Problem, dass Leute gab, die alles auf eine Seite gemacht haben und die Galerie, die es dann erstellt hat, hat halt die komplette Bilder in den Ding genommen. Das heißt, gehen wir mal auf die Übersicht von der Galerie, Frontend. Das heißt, dass die Bilder und diese Bilder in einer Galerie in dem Zirkel waren. Und das war auch nicht ganz einfach zu lösen, weil es ja schwierig ist, weil wir nicht wissen können, was vom Kontext zusammengehört. Dann sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, okay, man macht einen Div-Container drum und dieser Div-Container grenzt es dann ab. Der hat einfach die Klasse Galerie und dann weiß unser Galerieskript, die gehören zusammen und die gehören zusammen. Was dieser Befehl, gehen wir mal ins Backend, was dieser Befehl automatisch macht. Also der generiert die Bilder und setzt automatisch diesen Container drum und dann hat man das Problem nicht mehr. Ja. Gut. Das hängt natürlich vom Template ab. Ne? Also bei uns ist es jetzt so, du kannst mal gucken, ich weiß nicht, ob's mach mal klein, kriegst es. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt responsive schon umgesetzt haben. Das hängt eigentlich ja genau. Hängt auch von der CSS-Klasse ab. Also man könnte jetzt hier hingehen und könnte auch einfach sagen, man macht hier halt im Handy-Modus 100%. Da müssen wir sich allerdings ein bisschen mit CSS auskennen, aber ich sag mal so, geht auch so noch. Ja. Die Lightboxen, die wir da installiert haben, sollten alle responsive sein. Man kann auch selber, wenn man möchte, das extra so gemacht, wenn man ein bisschen technisch versiert ist, also sprich auch ein bisschen programmieren kann, dann kann man auch eigene Lightboxen einbinden. Ja, das ist ganz einfach gemacht, wird auch noch Bestandteil unserer Doku sein. Ja. Es gibt sogar noch eine Funktion, die kann, glaube ich, ist uTheme, da sind wir noch nicht so gut involviert, aber uTheme hat das auch. Man kennt jemand das Attribut vom Image für das Source Set, also dass man für verschiedene Endgeräte die Bildschirmauflösung des Bild steuert. Jetzt haben aber da das Problem, wenn ich jetzt vier Geräte habe, Telefon, also Mobile Handy, Laptop, iPad, PC, dann habe ich schon vier Größen, die ich habe. Das müsste ich halt für jedes Ding ein extra Bild erstellen. Kam uns dann auch wieder was in den Sinn, was man machen könnte. Das kannst du jetzt auch nochmal zeigen bei den Einstellungen. Ist auch noch ganz neu. Jetzt gehst du mal auf alternative Bildgrößen. Das ist so geregelt. Nicht jeder will jetzt unbedingt für jedes Endgerät verschiedene Auflösungen. Da ist es ganz einfach. Man drückt hier aufs Plus. Gehen wir drauf. Und dann kann ich noch eine weitere Größe angeben. Und dann generiert es praktisch bei jedem Bild, das ich so habe, generiert es dann die Größe für die passende Auflösung. Das heißt, das Handy könnte jetzt in dem Modus das dann anzeigen, im Quermodus vielleicht den Modus, diese Bildgröße und generiert halt passenden Code dazu. Ja. Ist auch ganz neues Feature, ist auch ganz nützlich. Da muss man allerdings sagen, man braucht auch ein relativ gutes Hosting, weil die PHP-Ausführungszeit und der Speicher, das ist halt das Limit. Ja. Wir haben eine Funktion reingemacht, die das ein bisschen kompensiert. Die generiert halt nicht bei jedem Seitenaufruf gleich alles, sondern guckt halt, okay, ich mache jetzt, wie ist die Leistung? Da mache ich halt nur ein Bild bei jedem Aufrufen. Wenn das zehnmal aufgerufen wird, das hat er alle Bilder durch und dann passiert es auch nicht mehr. Geht aber noch weiter. Wir haben dann noch ein weiteres Problem gehabt. Jetzt haben wir ja gesagt, man kann diese kleinen Bilder, die werden nicht in den Image-Ordner gespeichert, die will ich woanders haben. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit gefunden, die auch im Medienmanager anzuzeigen. Das kannst du jetzt mal zeigen. Gibt es bei Einstellungen? Ja, geh mal kurz rein. Das ist nicht da, wo ich hin wollte, aber geh mal kurz rein. So, man sieht es ja jetzt hier. Das ist jetzt unser Image-Ordner. Aber wir hätten jetzt gern unsere klein erstellten Bilder da noch. Jetzt gehen wir mal zu den Einstellungen. Hier. Genau. Speichern und dann gehst du nochmal in Medienmanager. Da sind sie. Genau, also das ist über ein Plugin gelöst. Das ist auch auch eine neue Funktion von Joomla 4, dass ich das halt früher konnte man das nicht machen, aber jetzt kann man halt per Plugin,
die Ordner dafür erweitern, dass man da auch Zugriff hat. Weil man hat natürlich das Problem, wenn ich jetzt 10-mal die Größen ändere, habe ich natürlich die alten Bildgrößen noch auf dem Webspace. Die möchte ich halt auch irgendwie löschen können. Damit kann ich es halt jetzt löschen. Ja, macht dann schon Sinn. Ich schätze mal, dass die größte Funktion jetzt nicht mehr unbedingt die Lightbox ist, die da genutzt wird, sondern wirklich das Runterrendern der Bilder beim Upload. Weil das ist allein schon eigentlich ein Feature, das sehr nützlich ist, gerade wenn man Kunden hat, die halt wirklich große Bilder hochladen. Ja. Ja, Matze, dafür sind wir jetzt erstmal soweit durch. Ich sehe große Fragezeichen. Hat jemand Fragen, die er stellen will? Wichtige. Ja? Ob man die Bilder betiteln kann in der Galerie? Ja, das kann man. Also man setzt einfach Alt oder Title kann man setzen und der wird dann in der Lightbox, je nachdem, was für eine Version das ist, halt angezeigt, wenn man es dann groß macht. Ja. Da war noch. Bestehende Bilder optimieren, das geht noch nicht, ist aber eine interessante Sache. Also bestehende Bilder wäre jetzt muss ich mal gucken, würde funktionieren, wenn ich sie ganz normal nutze. Doch, im Nachhinein müsste es noch die Bilder optimieren. Müssen wir mal gucken, aber es ist eine interessante Funktion, werde ich mir mal merken. Gehen wir noch an, aber ich glaube, das müsste sogar funktionieren. Also sobald eine Größe angegeben wird, der Image-Sizer kontrolliert die Größe vom Originalbild und wenn die anders ist, dann macht er das. Also im Nachhinein würde theoretisch gehen. Also, nee, da wird es nicht gehen. Das ist die Joomla-Upload-Funktion. Ja, also JCI hat ja eine eigene Routine, das würde nicht so 100% funktionieren. Das wäre interessant. Also wir haben ja, das wird wahrscheinlich dann eher wieder eine Funktion von dieser Erweiterung über die Komponente, der halt die ganzen Bilder initiiert. Da könnte man es dann drüber machen. Aber das ist eine interessante Sache. Also wir merken uns das. Das ist auf jeden Fall gut. Ist auch so, wir haben gern Feedback, ja, auf Verbesserungsvorschläge und oder Wünsche gehen wir auch gern ein. Das macht es immer schön. Und haben wir jetzt noch nicht getestet, aber wenn das über Joomla läuft, müsste es eigentlich gehen. Man kann ja das, soweit ich weiß, kann man es verknüpfen. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir können es ja auch mal testen, aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Nee, das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, da hinten hat noch jemand eine Frage gehabt. Niemand mehr? Ja? Naja, was habe ich letztens gelesen? Es gibt noch ein weiteres Format, aber aktuell fällt mir jetzt nichts ein. Also ich persönlich finde es echt super. Und ja. Ja. Ah, ja, gut, okay, das ist natürlich, ja. Ja. Dazu kann ich dann noch nichts sagen, weil das ist dann so eine Sache, da müssen wir mal gucken, wer hängt auch immer davon ab, ob wir das mit PHP auch bearbeiten können, ne? Wenn es das Format nicht unterstützt, wird's schwierig, ne? Irgendjemand hat da immer was, genau. Da müssen wir dann halt drauf warten. Aber wie gesagt, wenn das spruchreif ist, ne, wenn sowas spruchreif ist, dann setzen wir sowas auch um. Ne. Ja. Aber WebP ist schon, also ich bin begeistert davon, das macht schon viel weg. Also eigentlich braucht man es nicht mehr groß noch zu TinyPNG schicken. Das macht dann auch nur noch ein paar Kilobyte aus. Aber wenn man es ausreizen will, kann sich das schon lohnen. Ne. Okay, ich denke, ja. Nee, der rendert das nach dieser Größe. Also der liest praktisch die Höhe und die Breite aus und nach dieser Größe rendert er das runter. Also es gibt auch noch so ein paar Beispiele oder Einstellungen, die man machen kann. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist aber eine Sache, könnt ihr auch fragen, weil er kann auch einstellen, wie er sie verkleinern soll. Weil wenn ich jetzt natürlich ein
ein Querformatbild habe und mache es zum Quadrat, dann wird es ja eigentlich das Bild verziehen. Ja? Und da haben wir eine Einstellung, die halt sagt, okay, dann tu es nicht einfach abschneiden, sondern tu es cutten und verschieben. Also er nimmt dann den zentrischen Punkt und links und rechts schneidet er halt ab. Sowas hat der Image-Slicer praktisch auch drauf. Ja? Das Originalbild bleibt nicht erhalten. Also er lädt es hoch, wenn ihr es mit 20 MB hochlädt, dann sind es halt die verkleinerten MB. Also, ne? Weil sonst es ist ja nutzlos sonst. Ja. Ne? Das ist ja nützlich. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann jemand kommt und sagt, ja, aber ich möchte die Originalbilder behalten, dann wird man halt noch eine Funktion reinstellen, die das irgendwo noch original hat. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so. Bitte? Ja. Deswegen sollte man, ja, deswegen empfehle ich, dass man halt diese Maximaleinstellung schon so einstellt, dass es die Größe hat, die man halt für die Webseite benötigt. Weil dann, ich brauche da nicht unbedingt das Urformat mit 20 MB und allen Detaildaten, das habe ich auf dem Rechner. Also so, irgendwann hört es auch mal auf. Das wird auch schwierig, weil wenn das so groß ist, das Bild, dann dauert die Rechenzeit, viele Webspaces packen das dann nicht mehr. Da kann ich dann viel reinschaufeln, funktioniert dann nicht. Ne? Und ist auch sehr speicherhungrig, muss ich sagen, weil Joomla halt beim Upload das schon in den kompletten Speicher lädt und wir dann das nochmal in den Speicher laden und dann verkleinern und dann speichern. Das ist schon, haben wir noch nicht alle Hürden genommen. Es funktioniert gut, aber muss man auch mal sehen, wie sich das in Zukunft bei noch größeren Formaten verhält. Ja. Mach es kleiner und lass den mit der Maus das Bild los, dann wird es kleiner gerendert und dann ist, also wenn ich sage, oh, jetzt habe ich es zu klein, dann muss ich im Prinzip nochmal hochladen. Nee. Also, nehmen wir an, wir haben ja vorhin gezeigt, wir haben, ich hätte es wiederholen müssen, ne? Nehmen wir an, wir haben 3000 auf 3000 Pixel eingestellt und du skalierst es jetzt kleiner auf 500 mal 500. Und jetzt sagst du, 500 ist noch zu groß, ich mache 400 auf 400 oder wieder zu klein, ich mache 600 auf 600, dann nimmt er immer die höchste Größe davon. Ja? Also geht immer von den 3000 von 3000 aus. Das macht schon Sinn, weil wenn ich das Kleine wieder hochrendere, ist ja Blödsinn. Ne? Das macht wirklich keinen Sinn. Genau. Ja, ist noch jemand fit? Noch eine Frage. Gut. Ja dann, ich meine, er hat es ja schon lange angeteasert, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin echt überrascht, dass es so viele waren und auch noch so am späten Abend. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass wir hier sind und bedanken uns und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Joomla Day wieder. Und denkt dran, ihr habt ja heute ein Stichwort erfahren, ich kann einen kleinen Tipp vielleicht geben, weil ihr hier wart. Achtet auf den Hund bei der Quizfrage. Kannst du nochmal zeigen, als kleiner Tipp kannst du nochmal einblenden. Das ist eine gute Frage. Sollte reichen. Er hat übrigens auch einen Instagram-Account, wenn es jemand interessiert. Unser Leo. Gut. Vielen Dank.